Was macht eine Website wirklich erfolgreich? Wie kann ich über meine Website neue Besucher und Kunden gewinnen? Und wie kann ich über meine Website Angebote und Produkte erfolgreich verkaufen? Das sind alles Fragen, die sich früher oder später jede Firma und jeder Website-Betreiber einmal stellt. Es gibt natürlich tausende Möglichkeiten, wie du deine Website optimieren, verbessern und weiterentwickeln kannst. Dabei spielt das Design natürlich eine wichtige Rolle. In diesem Video möchte ich allerdings ganz konkret auf ein paar Aspekte eingehen, die du sofort und der Reihe nach in der Praxis umsetzen kannst. Als erstes sind das die Besucher. Stell dir einfach mal vor, du hast ein Restaurant, hast den besten Koch der Welt, aber niemand besucht dein Restaurant. So ist es mit einer Website auch. Du kannst die besten Produkte, die beste Dienstleistung haben. Wenn allerdings keine Besucher auf deine Website kommen, wird niemand von deinem tollen Angebot erfahren. Aus diesem Grund sind Besucher das Allerwichtigste. Und ich empfehle dir, dich mit Besuchergenerierung, mit Suchmaschinenoptimierung zu beschäftigen. An dieser Stelle könnte ich jetzt einen ganzen Tag lang sprechen. Die wichtige Botschaft für dich: beschäftige dich mit Suchmaschinenoptimierung, und dazu findest du auf dieser Website ganz, ganz viele Tipps und Tricks, die ich dir kostenlos verrate. Klick dich einfach durch das Menü durch, du wirst ganz viel darüber erfahren. Punkt Nummer 2, erzeuge Aufmerksamkeit. Wir können jetzt sagen, das ist ein Thema für die Suchmaschinenoptimierung, aber behandeln wir es einmal ganz losgelöst. Wir leben in einer Zeit, in der wir immer weniger verfügbare Zeit haben. Es ist alles schneller, die Welt läuft schneller, die Uhr dreht sich schneller. Und deine Aufgabe ist es, dass du deinen Website-Besucher sofort fesselst, dass du die Aufmerksamkeit generierst. Und das am besten in den ersten 3 bis 5 Sekunden. Meint dein Website-Besucher, dass er hier auf dieser Seite nicht die gewünschte Information findet, verlässt er die Seite und sucht woanders weiter. Wenn du es aber schaffst, die Aufmerksamkeit zu generieren, dann wird er bei dir bleiben und bei dir dein Produkt, deine Lösung, deine Dienstleistung beziehen. Sorge also mit Videos, mit Bullet Points, mit aussagekräftigen Überschriften, mit Bildern dafür, dass du die Aufmerksamkeit deines Besuchers sofort generierst. Das ist extrem wichtig. Punkt Nummer 3, die Navigation. Ist es bei dir eine Übersicht, wo sich jeder zurechtfindet, oder eher ein Chaos? Bei vielen ist das ein Chaos. Selbst weiß man das oft viel besser. Jeder weiß, jeder Website-Betreiber weiß, was sich hinter welchem Menüpunkt versteckt. Wir haben die Seite ja erstellt und kennen das auswendig. Besucher finden sich oftmals allerdings nicht ganz so zurecht, weil sie ja nicht wissen, was wo dahinter steckt. Mein Tipp an dieser Stelle: frag Freunde, Bekannte, zufriedene Kunden, wie sie die Navigation finden, ob das übersichtlich ist oder was sie hier nicht verstehen oder was unklar ist. Das hilft dir weiter, dieses Feedback hilft dir weiter, und damit kannst du deine Website, deine Navigation für deinen Besucher optimieren. Und glaube mir, es ist eine einfache und kleine Änderung, die aber einen großen Effekt haben wird. Punkt Nummer 4, Kundenstimmen. Du kennst das sicher von Amazon. Du benötigst ein Produkt und hast 2 gleichwertige Produkte gefunden. Die Beschreibung ist ähnlich, die Bilder sind ähnlich, der Preis ist dasselbe, und jetzt weißt du nicht, soll ich mich für Produkt A oder Produkt B entscheiden. Was machen wir in aller Regel? Wir sehen uns an, welches Produkt mehr Bewertungen hat, welches Produkt die besseren Bewertungen hat, und sehen uns vielleicht auch ein paar Rezensionen an, was Kunden denn über dieses Produkt geschrieben haben. Und aufgrund dessen bilden wir uns eine Meinung und entscheiden uns dann für Produkt A oder für Produkt B. Und genau das solltest du auch nutzen. Binde auf deiner Website Kundenstimmen, also Testimonials, Kundenrezensionen ein, um einfach noch einmal für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Nimm dir das Beispiel von Amazon. Ob du bei Amazon bestellst oder nicht, darum geht es jetzt gar nicht, aber Amazon ist hier so der Klassiker. Amazon hat das, ich möchte nicht sagen erfunden, aber so weiterentwickelt und perfektioniert, dass das fast jeder
nutzt. Gut, Kundenstimmen. Nächster Punkt ist Ladezeit. Die Ladezeit wird immer entscheidender. Zum einen für die Suchmaschinenoptimierung. Für Google ist das ein Ranking-Faktor. Wenn deine Ladezeit sehr lange ist, gibt das Minuspunkte im Ranking. Wenn deine Ladezeit kurz ist, gibt das Pluspunkte in deinem Google-Ranking. Und das ist auch nachvollziehbar und gut verständlich, denn seh dir einfach mal einen Website-Besucher an, der auf eine Seite kommt, denke an dich selbst und die Seite braucht zu lange zu laden. Was machst du? Du klickst auf den Zurück-Button und suchst woanders weiter. Und Google möchte seinen Besuchern die besten Ergebnisse liefern. Aus diesem Grund bekommst du Pluspunkte für eine kurze Ladezeit und Minuspunkte für eine lange Ladezeit. Zudem, und hier schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe, profitierst du davon, dass weniger Besucher deine Website wieder verlassen, weil sie einfach schneller zu den Inhalten kommen. So, das waren jetzt 5 Aspekte, die sehr wichtig sind. Ich empfehle dir, diese der Reihe nach umzusetzen. Kümmere dich um Besucher. Sorge dafür, dass du sofortige Aufmerksamkeit generierst. Kümmere dich um deine Navigation. Binde Kundenrezensionen ein und kümmere dich um deine Ladezeit. Zu all diesen Themen findest du auf dieser Website zusätzliche Informationen, Artikel und auch Videos. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, möchte dich nicht überfordern und ich würde sagen, an dieser Stelle belassen wir es dabei. Dein Ziel sollte es sein, Schritt für Schritt eines nach dem anderen umzusetzen. Bitte sehe dir dazu gerne meine Bücher, Online-Kurse und die Inhalte auf dieser Website an. Damit zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du die einzelnen Dinge der Reihe nach umsetzen kannst. Für eine persönliche Beratung oder Fragen stehe ich und mein Team natürlich auch sehr gerne zur Verfügung. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, dir haben die Tipps geholfen, dass du deine Seite weiter optimieren kannst. Viele Grüße und bis bald, dein Oliver Pfeil.